Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Pickups. Und zwar gibt es heute etwas Kleines, aber Feines, sage ich mal. Und zwar wollte ich eigentlich diesen Monat ja eher etwas kürzer treten, weil ja die Börse in Montabaur etwas eskaliert ist. Deswegen habe ich mir auch keine Retro-Spiele gegönnt. Und zwar habe ich bei der Mediamarkt 3 für 49 Aktionen zugeschlagen. Zwei Spiele hatte ich schon vorbestellt, das alles für die Switch. Und dann habe ich noch eine Kanalspende vom guten Retro Joe bekommen. Die werde ich jetzt gleich live aufmachen. Ich bin schon ganz gespannt, was da drin ist. Aber das kommt jetzt erstmal zum Schluss. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal bei den Switch-Spielen rein. Aber bevor ich es vergesse, eines dieser Pickups, die ich habe, ist natürlich dieses fantastische T-Shirt. Seht ihr das? Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, warum ich es mir gekauft habe. Wobei ich ehrlich gesagt, die Farbe, die sah im Internet nicht ganz so giftig aus, aber ich denke mal, passt, oder? Steht mir. Einigermaßen zumindest. Man soll ja nicht immer nur schwarz tragen, auf jeden Fall. Aber genug der modischen Panda-Beratung. Gehen wir mal zu dem Switch-Spiel an. Und zwar ist das erste Velocity 2X. Das ist ein Strictly Limited Spiel. Das habe ich schon vor Urzeiten vorbestellt. Ich glaube, im Februar war das. Die Strictly Limited, es gab auch eine schöne Postkarte dazu übrigens, sieht man hier. Strictly Limited ist ja eine, sowas wie Limited One, nur halt eine deutsche Firma, und das unterstütze ich natürlich ganz gerne, dass man da dann ab und zu mal bestellt, aber die hatten irgendwie Produktionsprobleme, deswegen wurde das jetzt erst ausgeliefert. Das Spiel bekam ich gestern erst, deswegen allgemein zu den ganzen Switch-Spielen, die sind jetzt die letzten Tage eingetrudelt. Ich habe jetzt jeweils leider nicht so wirklich Zeit gehabt, da reinzuspielen. Ich hoffe, drückt mir die Daumen, dass er nicht auf den Pile of Shame wandern, sondern dass ich sie alle zumindest irgendwann mal anspielen werde. Ja, warum habe ich mir das Spiel ausgesucht? Und zwar fand ich den Artstyle sehr, sehr schön. Das scheint so eine Art Hybrid zu sein zwischen einem normalen Shoot'em'up und aber auch 2D-Plattformer-Passagen. Und das fand ich so in der Kombination ganz interessant. Die Bewertungen waren relativ gut. Ja, das ist meine erste Strictly Limited-Bestellung, die ich jetzt bestellt habe und auch bekommen habe. Wie ihr wisst, ich habe ja keine PlayStation 4 und Xbox One, wo die bisher eher die Titel veröffentlicht haben, sondern ja, Switch. Ich bin mal gespannt, wenn ich da mal tiefer dran gucke. Eine Sache muss ich aber leider meckern, und zwar, ihr seht, ich habe ja schon so einige Spiele von Limited One gekauft. Da ist immer irgendwie eine Kurzanleitung, und wenn es nur 4 Seiten sind oder sowas dabei, das hier ist bis auf die Postkarte leider nackt. Finde ich etwas schade, aber naja, gut, andererseits, es ist so, diese limitierten Spiele, ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Standard ist, dass da auch so ein bisschen was dabei ist. Wie gesagt, Limited One, so Gott, die beiden verwechsel ich immer irgendwie. Deswegen, wenn ich die durcheinander werfen sollte, entschuldige dich bitte. Die Gegend hat immer so ein bisschen extra Gefühl, zumindest bisher. Aber naja, mal schauen. Ich bin mal gespannt, da mal rein zu spielen. Ich finde, die Grafik sieht sehr, sehr schön auf jeden Fall. So, und noch ein weiteres Spiel, was ich mir vor Ewigkeiten vorbestellt hatte, und zwar bei Amazon. Das war eine lange, lange, lange Zeit da nicht lieferbar, und ich bekam auch schon immer die E-Mails, ja, wir haben eine Verzögerung, wir wissen es noch nicht ganz genau, wann wir es reinbekommen und so weiter. Ich habe es aber bei Amazon direkt bestellt und nicht beim Unterhändler, weil das irgendwie bei Amazon direkt, ich glaube, 10 Euro billiger war oder sowas, und ich dachte mir, hey, ich brauche das Spiel jetzt nicht von heute auf morgen. Ich kann warten, wenn ich so den guten Preis bekomme. Und endlich wurde es verschickt. Ich glaube jetzt nach 1,5 Monaten oder ähnliches. Und zwar ist das ein 2-Spiele-Pack. Und zwar einmal Child of Light, die Ultimate Edition, und Valiant Hearts, The Great War. Ja, das sind beides sehr, sehr schöne Spiele von Ubisoft. Auch da habe ich leider bisher nicht reingespielt. Aber die sind beide auch im Vergleich zum anderen zu Velocity. Der Stil gefällt mir einfach. Und zwar sind beide Spiele ja von Ubisoft. Wie ihr vielleicht mal so bei Twitter oder sowas gelesen habt, ich versuche auf dem PC zumindest Ubisoft so ein bisschen zu boykottieren, weil ich das persönlich so etwas nervig finde, dass man neben dem Kauf bei Steam dann auch noch diese Uplay-Software extra laufen haben muss, dass man quasi 2 Launcher hat für ein Spiel. Und das finde ich so ein bisschen blöd. Und ich will das auf dem PC so ein bisschen bei Steam eher alles zentral haben. Und wenn man dann auch irgendwie so Dritthersteller-Launcher
irgendwie laufen haben muss. Also wenn ich es nicht unbedingt brauche, dann versuche ich deswegen Ubisoft so etwas zu umgehen, aber das zählt ja natürlich nicht für die Switch. Von beiden Spielen, Child of Light ist stilistisch sehr, sehr schön, ist ein Plattformer, hat super, super tolle Wertungen bekommen und was für mich ausschlaggebend war bei diesem Zweierpack, sind beides fantastische Spiele, aber ist das zweite Spiel und zwar das Valiant Hearts, da seht ihr auch den Trailer eingeblendet. Ihr wisst vielleicht schon, habt schon mitbekommen, ich bin ein sehr, sehr großer Geschichtsfan und natürlich auch vor allem die Zeit vom Ersten Weltkrieg interessiert mich sehr, weil das so ein bisschen zumindest von der Waffentechnologie und so weiter ja auch so ein bisschen ein Schritt in die Moderne war. Es war ein einschneidendes Erlebnis, das hat die Geschichte von Europa arg verändert, hat unter anderem natürlich auch den Zweiten Weltkrieg so ein bisschen ja, verursacht, sage ich mal. Also ohne den Ersten gäbe es sicherlich den Zweiten Weltkrieg in dieser Form nicht, aber ich schweife ab. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön erzählt und zwar, was ich auch sehr schön finde, nicht nur aus einer Sicht, meistens ist es ja bei klassischen Spielen so, dass so die deutsche Sicht, die Bösen eher so ausgelassen werden und hier werden wirklich verschiedene Sichten gezeigt und einfach so Schicksale einfacher Soldaten damals gezeigt und das finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, da muss man gar nicht so groß an Plattformer-Passagen machen, das ist, glaube ich, eher so Adventure-mäßig, aber da freue ich mich auf jeden Fall, da mal tiefer einzusteigen. Ja, und zwar diese zwei fantastischen Spiele, ich glaube, das hat jetzt 30 Euro gekostet oder irgendwie sowas, auf jeden Fall finde ich persönlich nicht teuer, dafür, dass man es auch als physische Version hat. Und hier hat man zumindest so ein kleines Zettelchen mit drin. Also so ein bisschen mehr Mühe als Zwickle Limited. Ihr seht schon, ich bin etwas enttäuscht bei Zwickle Limited, dass da nichts dabei ist. Aber ich habe noch eine weitere Bestellung offen. Und zwar habe ich mir das R-Type DX heißt es, glaube ich. Also was jetzt für die Switch rauskommt, habe ich mir sogar die Collector's Edition vorbestellt. Deswegen mal schauen, was das wird. Ja, auf jeden Fall fantastisch. Ubisoft hat da einfach mal so ein bisschen seine Teams so ein bisschen machen lassen, was ich auch schön finde. Haben das finanziert und sind beide wohl sehr, sehr schön. Freue ich mich auf jeden Fall mal näher einzuspielen. Aber genug der Vorrede. Das waren die beiden Switch-Spiele, die ich mir vorbestellt habe. Und jetzt kommen wir zu der Mediamarkt 3449 Aktion, die jetzt letzte Woche war. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch läuft. Ja, der Nachteil von dieser Aktion ist ja, also ihr konntet drei Spiele kaufen und musst nur 49 Euro bezahlen. Ich glaube, Saturn hatte jetzt nebenbei auch so eine 5 Spiele für 150 Euro oder nehmen 5 Zahl 3 oder irgendwie sowas Aktionen am Laufen. Okay, gut, aber auf jeden Fall, bei Mediamarkt ist natürlich, machen sie da nicht alle Spiele. Also klassischerweise so die klassischen Nintendo-Spiele, die meistens ja wenig rabattiert sind, haben die denn eher nicht so im Angebot, sage ich mal. Aber ich habe jetzt 3 Spiele mir geholt, dafür natürlich die 49 Euro bezahlt. Der eigentliche Wert wäre aber das Doppelte gewesen. Also habe ich jetzt quasi 50% gespart. Ja, und zwar fangen wir mit dem ersten an. Es ist leider noch eingeschweißt. Das war auch so eher der Füllertitel, sage ich mal, weil ich wollte mir eigentlich das Harvest Moon noch dazu bestellen, aber das war schon online ausverkauft und der nächste Mediamarkt bei mir etwas weiter weg ist, habe ich das zu bestellt. Und zwar Trials Fusion. Ja, die Trials-Serie hat ja auch schon diverse Ableger gehabt. Die habe ich auch immer so ein bisschen so ein Auge drauf geworfen. Und zwar spielt ihr da ein Motorradfahrer und müsst dann halt Geländestrecken befahren, die natürlich sehr verschieden sind. Müsst natürlich mit der Balance achten, mit dem Gas achten, dass ihr auch dann entsprechend alles überwinden könnt und so weiter. Es soll wohl sehr, sagen wir mal, frustrierend fördernd sein, was ich so gelesen habe. Man muss sich da wirklich reinfuchsen. Aber fand ich immer sehr, sehr interessant, das zu sehen. Und jetzt natürlich quasi für, statt für 45 Euro, für umgerechnet 20 Euro zu bekommen. Finde ich nice. Wie gesagt, das ist aber eher so der Füllertitel gewesen. Aber ich werde auf jeden Fall irgendwann mal reinschauen. Das ist natürlich hier die komplette, das Spiel mit Erweiterungspass und so weiter. Aber ich finde mal so als klein, ich hatte mal auf dem Handy, gab es so ein ähnliches Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wo man auch so ein Auto war, das glaube ich, denn halt so ein bisschen mit Gas und Bremsen, ne? So Hügel hoch und runter, so ein bisschen Physik Engine ist natürlich dabei und so weiter. Finde ich interessant. Ist noch eingeschweißt, aber wenn ich das hier mal so ein bisschen schüttel, da ist auch zumindest irgendein Zettel noch mit drin oder ähnliches. Ja, also das war der Füllertitel.
Was ich schon länger auf meiner Wunschliste hatte, ist Flipping Death. Da habe ich jetzt statt 20 Euro, was es jetzt eigentlich kosten sollte, hat die 10 Euro bezahlt. Für 10 Euro ist das ein No-Brainer. Ihr seht es oben im Trailer eingeblendet. Herrlicher Stil. Ich hab mich einfach in diesen Stil verliebt. Ich habe das bei einer Twitter-Folgerin, Dunkles Obst, an dieser Stelle viele Grüße an dich. Du hast das ja mal bei Twitter gepostet, dass du es, glaube ich, auf der PlayStation 4 gespielt hast. Und als ich diesen Stil gesehen habe, habe ich mich sofort drin verliebt. Ist leider auch noch eingeschweißt, aber wird jetzt auch nicht ewig eingeschweißt bleiben. Ja, hat so ein bisschen diesen morbiden Tim Burton-Look, würde ich mal sagen. Finde ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Auch von der Story her, ich glaube, ihr seid tot, ne? Wie der Stil eigentlich so sagt. Und ihr müsst dann quasi den Job des Todes quasi... zumindest arbeitet ihr für ihn. Ich glaub nicht, dass ihr tot selber werdet, aber ihr arbeitet für ihn. Und das finde ich durchaus interessant und vor allen Dingen dieser Stil. Also ich mag es, wenn so ein Spiel nicht so 0815 Stil wie das x-te Open-World-Spiel irgendwie hat, sondern so ganz eigen, und dann muss das auch nicht 3D sein, da reicht mir 2D und so weiter. Finde ich herrlich und für 10 Euro kann man es auf jeden Fall mal mitnehmen. Und als dritten Titel habe ich mir etwas Größeres, und zwar, die meisten werden es euch wahrscheinlich kennen, und zwar Starlink, einer großen Starterbox. Da finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Also da habe ich hier statt, ich glaube, 45 Euro sollte es regulär kosten, jetzt auch 20 bezahlt. Und ja, dafür, dass ja diese Spielzeuge dabei sind und so weiter, auch das habe ich noch nicht ausgepackt. Wie gesagt, die sind alle erst vorgestern gekommen und ich habe noch keine Zeit gehabt. Ich wollte aber jetzt zeitlich mal die Pickups drehen, weil nämlich, da kommen wir gleich noch zu, warum. ja, finde ich herrlich. Das kam, ich glaube, im Herbst letzten Jahres raus. Ich packe die Box mal weg, die ist echt sperrig. Das kam ja im Herbst letzten Jahres raus und da habe ich schon so ein halbes Auge drauf geworfen, aber ich war so etwas skeptisch. Und zwar ist das ja so wie, wie heißt das? Irgendwas mit Lenders. Skylanders, genau. Weil was ja dieses Toys to Life Konzept bringt. Das heißt, hier ist es auch so, also vom Kern her ist es, soweit ich das verstanden habe, halt so ein Weltraumshooter. Ihr habt euer Raum halt quasi auch eine Rückenperspektive, müsst euch heute durchs Weltraum schießen und auch auf Planeten dann halt Missionen machen und so weiter. Also so ein bisschen Starwing quasi, nur halt etwas freier und nicht so missionsbasiert, also wie ich das verstanden habe. Und ich finde halt dieses Konzept halt toll, ist ja halt dieses Raumschiff dabei und man kann das irgendwie auf den Controller stecken und bei diesem Raumschiff kann man dann auch die Waffen dann quasi durch andere quasi physisch austauschen und dadurch, dass ja dieses Spielzeug auf den Controller quasi austauscht die Waffen, habt ihr es dann auch 1:1 im Spiel. Ich meine, ist natürlich ein nettes Gimmick. Man muss natürlich sagen, unsere Altersklasse ist da nicht unbedingt die Zielgruppe, aber für Kinder ist sowas natürlich super, weil die haben dann quasi Spielzeug, womit sie so spielen können, aber dann ist das Spielzeug ja noch im Spiel. Und wenn sowas natürlich super läuft wie diese Skylanders, ist das natürlich ein Cash-Grab ohne Ende. Das ist jetzt auch von Ubisoft gewesen, mal dieser Versuch in diesen Markt so ein bisschen mit reinzuspielen. So wie ich das verstanden habe, ist dieses Konzept aber nicht so ganz aufgegangen. Zumindest habe ich, glaube ich, vor einem Monat oder sowas mal eine News gelesen, dass es zwar weitere Raumschiffe da quasi als DLC runterladbar gibt, aber nicht mehr so physisch als Spielzeug erscheinen soll, wie es am Anfang war. Also das ist das Starter-Set und man konnte damals, glaube ich, noch schon weitere Raumschiffe kaufen und so weiter. Also ich war eigentlich ganz froh, dass ich denn im Herbst mich dann doch gegen den Kauf entschieden habe, weil das Spiel soll eher so, ja, Mittelmaß bis Mittelmaß plus sein. Also es ist auch nicht der Überbringer. Und ich dachte mir, ja, dafür jetzt 50, 60 Euro zu bezahlen, nur dass du dann so ein bisschen Kram da umstehen hast. Ja gut, aber jetzt für 20 Euro ist das natürlich kein Problem. Was ich leider erst später gesehen habe. Ich habe nicht drauf geachtet, muss ich gestehen, bei dem Preis. Ich bin ja dagegen, wenn dieses weiße Feld auf einem Switch-Spiel ist, versuche ich es ja eigentlich eher zu meinen, weil das heißt nämlich, dass man erstmal irgendwie die Hälfte oder sowas von dem Spiel so runterladen muss. Und ich finde gerade der Vorteil von der Switch ist doch, ich lege das Modul ein, zack, hab das Spiel sofort. Den Day One Patch, den kann ich ja zur Not überspringen und muss den nicht sofort installieren. Aber dann erstmal,
erstmal den ganzen Scheiß runterladen und so weiter. Aber naja, hey, auf jeden Fall fand ich das Konzept ganz interessant. Und bei dem Spiel soll sogar die Switch-Version, obwohl sie natürlich technisch im Gegensatz zur PlayStation, Xbox und wo es, glaube auf den Konsolen ist es erschienen, nicht ganz mithalten kann, aber doch die bessere Version sein, weil das nämlich exklusiv den Fox McCloud heißt er, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, als spielbaren Charakter hat und auch sein Raumschiff. Deswegen ist sie dadurch, und wir, ne, wir haben natürlich mit Starbeam und sowas, mit Fox McCloud, da sind wir so. Und deswegen ist das natürlich ein großer, großer Vorteil, sage ich mal. Ja, finde ich auf jeden Fall mal auch mal gespannt, wann ich da die Zeit habe reinzuspielen. Aber das waren meine normalen Pickups. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Live-Unboxing. Und zwar hat mir der gute Retro Joe ein Paket geschickt. Der hat mir eine WhatsApp geschickt, schick mir deine Adresse. Da wusste ich schon so, der hat irgendwas vor, habe ich ihm natürlich gegeben. Ich bin mal echt gespannt, was da drin ist. Wir haben auch ausgemacht, dass sie das vor der Kamera quasi auspacken soll, weil es ist ja der Vorteil von uns YouTubern, dass man dann quasi sofort die Reaktion einfangen kann. Es ist auch noch zu, ich habe nur den Adressnamen so ein bisschen geschwärzt, weil ihr müsst ja nicht alle wissen, wo ich und der Retro Joe wohnt. Den Retro Joe, den kennt ihr ja bestimmt, wir haben ja schon einige Sachen zusammen gemacht. Ich habe ihn auch schon zweimal zum Glück treffen dürfen auf diversen Messen und wie immer natürlich empfehle ich euch wärmstens seinen Kanal und ich habe ihn natürlich unten verlinkt. Schaut mal bei ihm vorbei, lasst ein Abo da, er macht auch sehr, sehr schön Videokram, sage ich mal. Also es ist ja, das ist das Gute an YouTube, dass jeder so seinen eigenen Stil hat und der von den guten Retro-Show, da lohnt sich auf jeden Fall. Guckt mal vorbei, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Aber ich würde sagen, ich mach das Ganze mal auf. So, im Zweifel mit mal so ein bisschen mit schnell vorspulen, weil bevor ich das Paket hier aufgemacht habe, Gott, oh Gott, oh Gott. Scheint offen zu sein. Gucken wir mal rein. Ich mach's mal so, dass ich's, obwohl ich sehe es ja theoretisch in den kleinen Vorbildbildschirm, aber ihr seht es zuerst. Es ist gut verpackt auf jeden Fall. Ne, Karton ist leer, dann werfe ich ihn schon mal weg. Es klingt nach irgendwie einem Modul oder irgendwie sowas in der Art. Gucken wir mal. Also sehr gut verpackt auf jeden Fall. Ah, mit Gewalt geht immer fast alles. Oder so. Och Mensch, guck mal. 72% Rabatt auf Küchen. Na, ich will mich länger auf die Folter spannen. Fortress of 4 in der OVP. ja, geil. Ich habe mit vielen gerechnet, aber boah, ich bin gerade sprachlos, ey. vielen Dank, mein Guter. klar, ne, ach, Entschuldigung, ich muss mich gerade mal kurz fangen, Entschuldigung. ich will es gerade nicht in die Länge, aber boah, ey, vielen, vielen Dank. Eine kleine Vorgeschichte. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass ich Fortress of 4 das Spiel sehr, sehr, sehr schätze. Und ich habe ja hier auch schon mal mir so keine Mini-OVP gepackt und so weiter. Und ich hatte eigentlich bei den letzten Börsen, da wo ich den Joe auch getroffen habe, im Kopf, dass ich, so im Hinterkopf, dass ich so gerne Fortress of 4 in OVP hätte. Und zwar, weil ich das Spiel einfach so mag und so liebe und weil das so gute Kindheitserinnerungen für mich hat. Entschuldigung, ich muss mich gerade ein bisschen sammeln. Und zwar, ich bin ja nicht so der OVP-Sammler, aber so halt so besondere Spiele, wie auch hier im Hintergrund seht ihr zum Beispiel Zelda Link's Awakening und so weiter, die hätte ich gerne als OVP, weil die halt so einen besonderen Stellenwert für mich haben. Und ey, guckt euch mal den Zustand an.
Ich blende da mal mein Foto ein und natürlich auch Spielszenen, wobei die meisten werden das ja wahrscheinlich kennen. Was für ein geiler Zustand. Ey, Junge, wo hast du das aufgetrieben? Boah, geil. Ich bin sprachlos. Also echt tausend Dank, lieber Joe. Ich freue mich echt tierisch. Ich habe so mit, dachte vielleicht irgendwie, keine Ahnung, FIFA oder sowas. Aber ey, vielen Dank und bitte, wirklich, ich habe es ja schon vorhin gesagt, schaut bei seinem Kanal vorbei, lasst ein Abo da. Das ist wirklich ein gutherziger Mensch, der hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit und wesentlich mehr Publikum verdient. Ey, danke dir. Bevor ich jetzt noch etwas mehr in Stocken komme, das war's auch meine Pickups. Wirklich Highlight, absolut. Ich danke euch, dass ihr dieses Mal reingeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.